jetzt kommt es zum zweiten Video. Wundert euch nicht, wenn ich nochmal das gleiche anhabe. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, erst den Action Haul abzudrehen, weil von den H&M Sachen hatte ich schon was an. Und die Sachen muss ich erst noch zusammensuchen. Und ja, reden wir gar nicht lange rum. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Action Haul. Ja, langen wir einfach mal wild rein. Die haben ja hier diese neuen, also für mich neuen Putzgeschichten. Big Bicarb, keine Ahnung, Cleaner Spray, Pink Lemonade. Bin so gespannt, wie das riecht. Leute, im Laden habe ich nicht gerungen. Boah, das riecht mega geil. Das riecht wirklich mega geil. Ich freue mich voll. Morgen muss ich auf jeden Fall hier ein bisschen putzen. Ich war ja jetzt 10 Tage im Urlaub. Und genau davor war ich ja ziemlich krank. Also da ging es mir psychisch sehr, sehr schlecht. Hatte auch Panikattacken und ach, möchte ich euch gar nicht mit langweilen. Auf jeden Fall ja, geht es jetzt wieder ein bisschen bergauf bei mir. Und genau, deswegen muss ich mich hier um den Haushalt kümmern. Und ja, genau, dafür habe ich einiges mitgenommen. Dann habe ich hier Goodies mitgenommen für mein Kaderle. Ja, das sind so Maxi-Packs gewesen. Perfections, ja, habe ich das hier mal mitgenommen. Dann habe ich für mich Goodies mitgenommen, und zwar die Durham Wraps. Ja, liebe ich ja. Genau, die brauche ich eigentlich immer zu Hause. Dann habe ich hier noch so eine zweite Variante mitgenommen an Katzengoodies, und zwar diese hier. Ich hoffe, die schmeckt mein Kater. Dann, was ich mir nachgekauft habe, sind diese Corn Crackers. Leute, die Paprika-Variante macht süchtig. Mega gut. Das ist manchmal für mich auch einfach nur ein Abendessen, so eine Packung. Ja, mag ich total gerne. Kann ich euch absolut empfehlen. Sind wirklich sehr, sehr lecker. Dann habe ich mir zwei von diesen kleinen Deo-Sprays mitgenommen. Das ist ja meine Lieblingsvariante, die Shower Fresh. Und ja, da wollte ich eins für die Arbeit und eins für meine Handtasche. Und eins habe ich jetzt im Urlaub dabei gehabt. Das hat die perfekte Größe, weil es nicht viel Platz wegnimmt. Dann hatte ich mal wieder Lust auf den Durstlöscher Wassermelone. Das ist ja mein allerliebster. Und ja, hatte ich jetzt schon länger nicht mehr. Und genau, deswegen habe ich mir da mal eins gegönnt. Dann habe ich wieder neue Backpapier. Ja, ist das Zuschnitte, genau, habe ich gebraucht, und die gibt es bei Menschen ganz günstig. Dann habe ich, auch da ist schon eins abgefallen, mir das nochmal mitgenommen. Das Getränk habe ich mir das letzte Mal ja schon mitgenommen. Ja, das schmeckt ganz lecker, schmeckt ganz wenig nach Rose, schmeckt mehr nach Zitrone. Ja, das Ganze erfrischend aus dem Kühlschrank, und genau, deswegen habe ich es mir nochmal nachgekauft. Dann habe ich mir wieder einen von meinen Lieblingsslips mitgenommen. Das sind ja diese Seamless. Die sind so toll. Also die haben so ein tolles Material. Ich liebe die. Und ja, das nehme ich halt immer mal eine oder zwei mit, weil mir halt für meine Unterwäsche jetzt auch das meiste einfach nicht mehr passt. Und genau, dann habe ich mir diese Duftkerze mitgenommen. Mm, die riecht so lecker in Sweet Linen. Genau, so sieht die aus. Riecht ganz lecker. Ich muss nämlich hier daheim meinen Duftkerzen-Sammlungshausstand, ja, muss ich auf jeden Fall wieder ein bisschen, ja, nachkaufen. Ich hatte nicht mehr so viele. Genau, dann habe ich mir die Variante mitgenommen von Airwick. Das sind einfach die besten Kerzen. Preis-Leistung ist hier top. Die waren jetzt nicht im Angebot. 1,99 € für Vanille habe ich mitgenommen. Und mein All-Time-Favorite, das ist der Anti-Tabak. Das klingt total blöd. Aber das riecht so fruchtig, so, ja, das ist meine Lieblingsvariante, die da, und die Vanille ist auch gut, das sind eigentlich alle gut, aber ja. Dann habe ich ein neues Duftspray gebraucht, hier fürs Gäste-WC, Peachy Sweet and Citrus Touch. Schauen wir mal, wie das riecht. Ja, vielleicht ein bisschen weit gesprüht. Das riecht richtig gut. Richtig schön frisch, gefällt mir super gut. Wandere dann gleich ins Gäste-WC. Dann habe ich hier nochmal eine Variante gefunden. Und zwar, Leute, Wild Rhubarb. Ah, ich muss dran riechen. Wenn das geil ist, dann muss ich mir da noch ganz viele nachkaufen, bevor die weg sind. Ja, ich glaube, es ist echt geil. Riecht gut. Vielleicht ein bisschen zu seifig. Also da gibt es ja eins bei Müller. Das habe ich euch auch schon gezeigt. Das liebe ich. Das riecht richtig perfekt. Das ist ganz perfekt. Bei dem bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher. Das muss ich jetzt mal in Action ausprobieren. Also in Action, in Benutzung. Genau. Dann, was habe ich noch gekauft? Das hier, und zwar so eine große Nachfüllflasche von diesen Exotic Litchi.
Fand ich ganz spannend und ja, ich habe da ein Hack gesehen, wo man diese Duftteile damit auffüllen kann irgendwie. Habe ich auf TikTok gesehen. Und ja, möchte ich probieren. Deswegen habe ich mir dann nochmal eine Packung gekauft. Dann mache ich mir ganz gerne irgendwelche so kleineren Snacks. Und da habe ich so für Sojasauce und so ein Schälchen gebraucht. Und die fand ich ganz schön. Das sind zwei so kleine Schälchen. Da kann man perfekt, finde ich, Sojasauce reinmachen. Die Größe ist perfekt. Und ja, da habe ich mir diese zwei mitgenommen. Und was kommt da noch raus? Noch einmal Katzengoodies, Steak Stripes heißt das Ganze. Ja, ich hoffe, die mag meinen Kater. Ich bin gespannt. Dann habe ich mir noch mal so ein Kabel mitgenommen. Letztes Mal hatte ich ja, glaube ich, 3 Meter oder so. Und das ist jetzt das 1,5 Meter. Das würde ich gern ins Schlafzimmer hochnehmen. Ja, ich hoffe, das klappt einigermaßen von der Länge her. Ja, die Farbe ist halt einfach mega schön. Diesem schönen Graublau. Ich liebe es. Dann habe ich noch, ja, das kann ich euch auch noch zeigen. Ich war, also die Jüsk ist bei uns direkt im Brückencenter neben Action. Und ich habe neue Mikroflies-Bettwäsche gebraucht und habe mich dann für diese hier entschieden. Die war für 10 Euro im Angebot und habe ich gleich 2 Stück mitgenommen. Ja, gefällt mir richtig gut mit diesem Herzen drauf und in Grau. Ich finde, es passt super gut. Und ja, da habe ich 2 Stück mitgenommen. Wie gesagt, 1,10 Euro fand ich mega gut. Und ja, dann kann ich das jetzt nämlich auch gleich aufpacken und dann kann ich das ja, in die Wäsche geben. Genau. Ja, meine Lieben, das war's gewesen. Das war jetzt mein Action-Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ja, wie gesagt, es kommt dann morgen noch ein H&M-Shopping-Haul. Ich habe im Sale nämlich einiges geshoppt. Und darauf könnt ihr euch noch freuen. Bis dann, ich habe euch lieb. Ciao.